Moin Leute, heute ist Freitag, der 28. April und ich habe heute mal was Schönes abgeholt. Morgen geht es nämlich los. Wir werden Gülle einarbeiten für Mais. Ungefähr 20 Hektar werden es. Da kommt das dicke Güllegespann wieder. Und fürs Einarbeiten habe ich mir mal was Schönes organisiert. Ja? Wessen Herz schlägt höher jetzt? Das ist ein 6R 215 von der LVB. Da wurde ich angeschrieben, ob ich sowas nicht mal ausprobieren will, weil ich schwärme mir schon öfter von John Deere. Und da meinte ich, klar, warum nicht? Und jetzt am Wochenende hat es sich halt ergeben. Im Einsatzbereich, wir haben eben schon unseren Mulchsaatgruber angehangen. Und ich bin echt gespannt, wie er sich morgen auf dem Feld geben wird. Ich fahre jetzt so schnell nach Hause, wir haben schon 18 Uhr, nee, schon 19 Uhr gleich. Kurz noch die Lager nachgucken, ein bisschen abschmieren, weil morgen früh um 7 Uhr geht schon direkt auf den Acker los. Ich muss noch einkaufen gehen, dass ich nicht leer laufe. Morgen ist ja Samstag, kein Mittag und 20 Hektar wollen halt auch eingearbeitet werden. Dementsprechend volle Pulle und da darf mein Sprit ja auch nicht fehlen. Ne? Naja, morgen zeige ich euch dann ein bisschen den Trecker von innen und ich hoffe, ihr werdet dann am Video genauso viel Spaß haben wie ich an der Maschine. Deswegen schreibt doch jetzt schon mal einen Kommentar für den Algorithmus. Bis morgen. Moin Leute, heute ist Samstag. Es ist jetzt werden die Leute lachen, die mich kennen. Es ist 6.40 Uhr. Und oh, ich habe ein Care-Paket dabei. Gestern eingekauft. Und jetzt geht's aus dem Feld los. Ich meine, ich habe Bock. Aber es ist auch nicht meine Uhrzeit. Ich werde jetzt kurz mich einrichten und dann gucken wir mal, wie der Hirsch sprühen kann. Ne? Um 7 Uhr geht es auf dem Feld los. Das Feld ist natürlich 7 Kilometer von mir entfernt, vom Hof. Dementsprechend ein bisschen früher losfahren. Gut, der muss auch erstmal saugen anfangen, wie auch immer. Aber starten wir, ne? Es gibt Sachen, die dürfen einfach nicht fehlen. Ich hoffe auch, dass ich jetzt alles dabei habe. Aber so ein langer Tag auf dem Acker, der soll auch Spaß machen. Es gibt nur eine Sache, die ich gerade verloren habe. Und das ist einer von den kleinen Hunden. Ach so, das kann auch richtig sportlich heute noch werden. Es hat in der Nacht 5, ja, schwimmt leider wieder ein Vieh drin. Es hat in der Nacht 5 Liter geregnet und wir sind auf einem Standort, der gefährlich werden kann in der Hinsicht. Oh, ich hoffe, das geht gut. Das war vorher schon kriminell. Bärchen, komm. Zack. Das Bärchen. So. Vordersitz. Welchen willst du mal hier rüberkommen? So ist sie fein. Ich muss sagen, es ist ungewohnt. Aber es ist cool. Deswegen stört mich das auch jetzt am Morgen gar nicht so rauszugehen. Wo man halt Bock hat auch auf die Maschine, ne? Aber für mich 7 Uhr, die Leute, die mich kennen, wie gesagt, das ist schon krass, ne? Das ist schon eine krasse Uhrzeit. Auf einen Samstag. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass ich morgen richtig ausschlafen werde. Also so wie es die Hunde erlauben, ne? So, was haben wir jetzt eigentlich? Boah, kurz vor 7, das passt gut. Ich habe was vergessen. Ich wusste es. Ich habe mir so ein Paket gemacht und ich wusste, dass ich was vergesse. Es ist mir auch im Nachhinein erst eingefallen. Ich habe so einen Magneten, ne? Mit so einem Staubschutz für die Kamera und sowas alles.
Und dieser Magnet, der hält 55 Kilo aus. Das heißt, ist perfekt, um Outdoor-Action zu machen. Ne? Und jetzt kann ich ja, also den kann ich dann an Grubber ranmachen und euch richtig zeigen, wie der Grubber arbeitet und sowas. Ja, aber ich habe ihn vergessen. So. Den Trecker, den kann man übrigens mit Joystick, aber auch mit dem Fahrhebel fahren. Ne? Also so ähnlich wie bei Fendt hier. Wenn ich jetzt so mache, dann ist auch die von mir schnellste eingeschaltete Stufe aktiviert. Und Tempomat und Attacke. Das ist cool. Vielleicht fällt es euch auf. Ich meine, die John Deere-Fahrer, denen kann ich gerade nichts Neues erzählen. Die können mir eher was Neues erzählen. Ich muss mich auch erstmal reinfuchsen. Aber der Grubber, der schwenkt nicht aus. Weil, das ist, also ich kenne es nur von John Deere. Ich weiß nicht, ob das andere Marken genauso haben mittlerweile. Man kann die Oberlenker hydraulisch sperren. Und das habe ich so eingeschaltet, dass es erst ab einer gewissen Größe anfängt, ab einer gewissen Aushubhöhe sich sperrt, dass er unten im Boden so sich den Unebenheiten, Steinen und sowas anpasst, dass er so mitschwenkt. Und wenn er oben ist, soll er starr sein, weil nicht, dass ich eine Kurve fahre und er gerade so nach links ausschwenkt. Weißt du, dass es so im ganzen Trecker so einen Rucken gibt und sowas. Das ist ein angenehmeres Fahren. Und dieses Gadget finde ich sehr, sehr cool. Zu dem organischen Dünger im Vorfeld. Es sind keine Gärreste, die ich kriege, sondern es ist angedickte Schweinegülle. Schweinegülle, der die Feuchtigkeit so ein bisschen entzogen wurde, dass so ein bisschen dickflüssiger ist. Oh, da hinten. Da hinten ist er. Ah, noch eingeklappt, glaube ich. Weiß gar nicht, ob er das Feld gerade leer abfährt. Mit Rundumleuchte. Oh. Auf dem Feld mit Rundumleuchte zu sein, das ist natürlich. Die Landwirte unter uns kennt. Er ist unangenehm, ne? Oh, ich habe noch was vergessen. Und zwar den Zollstock. Ich habe einen Zollstock vergessen. Ein Zollstock, einfach um die Tiefe und das Arbeitsergebnis zu sehen. So, da ist er. Ich habe eben noch nicht die Kamera angemacht, weil ich mich selber erstmal ein bisschen eingrooven wollte. Hier mit den ganzen Einstellungen. Allein diese Belegung von dem Hebel und RTK, Geschwindigkeit, Tiefe. Jetzt werde ich angerufen. Jo, doch, sind schon mehr. Geht unfassbar gut, ist nicht zu nass. Ja, habe ich. Ja. Okay. Ja. Ja, warte mal kurz. Ernst ruft mich gerade an. Ich rufe dich gleich zurück. Jo. Hahaha. Jo. Ja. Du, pass auf, ich muss aber kurz mal meinen Vater zurückrufen, der wollte gerade was. Jo. So. So viel dazu. Ne? Ah, Basti, jetzt bist du auf YouTube. So, wir haben nämlich hier mit dem kleinen L hier auf dem Schlag angefangen. Das sind so, ich glaube, 1 bis 2 Hektar irgendwas. Und dann ist das raus aus der Arbeit und dann können wir gleich lange Meter machen. Das ist ganz angenehm. Ansonsten vom Fahren her, geil. Also dieses Sitzdrehen, das ist eine Funktion, die hat
Die haben eigentlich viele Trecker. Mein Case hat das auch. Ich habe auch den teuren Sitz da drauf auf dem Maxum. Aber ich muss sagen, wenn ich mich so einschlage mit dem Maxum, dann ist das ganz blöd von den Abständen hier. Klar, ich könnte den Sitz bis nach einer Decke pumpen, aber da fehlt mir das Panoramafenster, um Kopf rauszuhalten. Ne? Und hier klemmt nichts. Hier kann ich immer noch meine Hand ohne Quetschung dazwischen packen. Das ist ganz angenehm. Dann das mit dem Joystick. Gut, wenn ich jetzt immer diesen Vergleich ziehe zu Case, ich kann den hier auch frei, also ich kann den Case auch ein bisschen frei belegen, aber nicht so individuell wie bei John Deere oder Fendt. Das ist schon cool. Man merkt auch, der Trecker, mein Vater will es nicht hören, der hat Power. Der hat mehr Power als unser Puma. Ah, 30 Meter Vorgewende hier. Oh. Lenksystem rein. Auf A habe ich die Heckhydraulik, zack, Tempomat. Und zugucken, wie er macht. Ne? Das ist cool. Aber mehr zu den Funktionen und sowas, da mache ich, glaube ich, ein separates Video dazu. Da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Das ist ja ein Farmblock, ne? Und hier will ich euch aber noch zeigen, was wir machen, warum wir es machen und warum das hier so geil ist. Naja. So, Leute. Das schockt schon auf eine ganz besondere Art und Weise. Hier mit dem 6R. Da hinten fährt der 1050. Mit dem 30 Meter Samsung fast. Schön die Schweinegülle einarbeiten, stinkt wie Sau. Das Zeug. Beste Ausbringbedingungen. Leichter Regen wäre noch schön, aber auf dem Boden ist man froh, wenn kein Regen fällt. Wir haben jetzt, ja, ich schätze mal so 8, 9 Hektar geschafft. Das passt unfassbar gut. Die LKWs kommen so nach und nach an, dass ich genug Zeit habe, mal wieder aufzuholen. Sind hier im roten Gebiet. Das heißt, muss in einer Stunde eingearbeitet sein. Zack, Maschine hochmachen. Einmal rumlenken. Automatik. Maschine runter, Tempomat und gib ihm. Da hinten fährt der 1050. Cheffe höchstpersönlich am Steuer. Das läuft. Das war mein Handy. Ach. Aber ich muss sagen, sehr geräumig der Trecker. Man hat hier sehr viel Platz. Das ist schon echt nicht schlecht. Das Einzige, was mich stört, ist das kleine Getränkefach. Gut, ich habe jetzt diese Galone mit. Da ist eh nichts mit verstauen, ein kleiner Hund. Aber trotzdem, wenn man viel unterwegs ist, ich brauche 3 Liter dabei. Hier kriege ich 2 gekühlt rein. Wenn ich dann noch eine Dose habe, dann wird das nichts. Da ist mein Case mit dem großen Fach. Da kriege ich problemlos 4,5 Liter rein. Ne? Wir sind wieder am Ende. Einmal ausheben. Einmal Gaspedal aktivieren, damit der Tempomat rausgeht. Oben habt ihr vielleicht gesehen, da haben wir noch ein paar Büsche liegen. Die Abschnitte vom Frühjahr noch. Die wollten eigentlich ein paar Leute beiseite bringen, den wir Bescheid gesagt haben, hat jetzt noch nicht geklappt, ist aber nicht schlimm, weil das so schön am Graben liegt. Das ist eh die Spalte, die man freilassen muss zum Gewässer hin. Deswegen stört uns das heute mal nicht. Schön ist es nicht, aber es stört uns auch nicht. Dementsprechend geht das. Naja, so viel erstmal hierzu. Ich kann mich ja dann am Ende nochmal melden, wie das ist. Genau, wir sind wieder auf dem Schlag, wo ich auch Kali gestreut habe vor ein paar Tagen und ich hoffe, ich krieg's jetzt drauf. Hier vorne. Seht ihr ihn? Ja, Kiebitze hier im Gang. Und hier vorne, genau, da fliegt gerade einer weg.
Und da fliegt noch einer. Drei Kiebitze. Ich glaube, ich habe hier sogar einen vierten gesehen. Wenn er da vorne nicht sogar sitzt. Da, hier. Hier rennt er. Das ist echt cool. So, man merkt, hier ist der Boden fest. Trecker heult ein bisschen mehr auf, 1700 Umdrehungen gerade. Aber er reißt das hier problemlos durch. Und da guckt auch sogar das Bärchen mal aus dem Fenster, ne? Bär? Ja. So, hier sieht man ein bisschen die Abschnitte. Aber wie gesagt, das Ederstreifen, den man liegen lassen muss, deswegen alles gut. Naja, so viel erstmal dazu, genug gelabert. Wir sehen uns dann später wieder. So, kurz Stand der Dinge. Ich war kurz zu Hause, habe einmal die Hunde abgeliefert, die haben Feierabend, den Großen rausgelassen, Schlag gewechselt. Wir sind jetzt auf einen 1,7 Hektar Schlag und zwar mit richtig knackigen Tonanteil. Und ich will euch mal was zeigen. Der Stundenverbrauch auf 40 Liter. Kraft kommt von Kraftstoff. Wir haben einen Zollstock geholt und ja, wir sind jetzt auf 25 cm durchweg. Das ist ganz gut. Das schafft unser Puma hiermit nicht, zumindest nicht auf dem Boden. Deswegen auch mal die Kraft ausnutzen und er macht das echt gut. Wir fahren immer noch stolze 11,5 km/h. Der Verbrauch ist halt nur dementsprechend ganz schön gestiegen. Eben sind wir bei 26 Liter gewesen. 42, 43, 44, ja, das ist schon ordentlich. Aber 11 km/h, die 11,6, die schafft er durchweg durch. Gar kein Problem. Ist jetzt 1800 Umdrehungen. Ja, vorher eben auch nicht, ne? Aber das ist schon ein anderer Schnack. Man sieht auch von der Verfärbung vom Boden. Aber man muss auch sagen, das Endbild sieht hier besser aus. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht den anderen Schlag, den 12,5 Hektar, nochmal kreise. Dadurch, dass ich es fürs Gemüse eh kreiseln will, hätte ich sie ja eh hinter. Boah, hier ist aber... Okay, hier tut er sich schwer. Aber das Güllefass am Vorgewende lief, meine Herren. Aber er kommt durch, ne? Er kommt durch. Also ich glaube, Ende ist hier noch nicht. Ein bisschen was wird noch gehen. Aber ich lasse das jetzt so. Ja. Ah, echt, der Trecker ist klar. Das mit einem 230er, 40er, 60er Puma. Ja, 260er wäre jetzt im Vergleich ein bisschen übertrieben. Aber mit einem 230er oder 210er Puma wäre das hier vielleicht auch nochmal anders. Aber ich muss sagen, also John Deere ist schon, was Leistung angeht, nicht schlecht. Wie gesagt, 7 Stunden jetzt hier drauf gemacht. Schiere Maschine. Die Maschine hat jetzt in Summe knapp 60 Stunden auf dem Tacho. Riecht noch neu. Direkt Schweinegülle mit einarbeiten. Aber ich habe es abgeklärt vorher. Das ist so genehmigt. Naja. Dementsprechend, ich ziehe erstmal weiter meine Bahn. Ist nicht mehr viel. Den Schlag noch. Und dann Güllekutscher ist gerade schon auf der anderen Seite. Da sind knappe 4 Hektar, bisschen weniger. Und dann war es das auch mit Gülle für heute. Mal sehen, wann er dann wiederkommt. So. Tagessatz geschafft. Knapp 18 Hektar auf der Uhr. Gut, es hat immer mal ein bisschen gedauert. Ich bin jetzt 10 Stunden hier mit gefahren. Und um jetzt mal ein Fazit zu ziehen, echt geil. Die Handhabung ist geil. Ich habe mich gut hier reingefuchst in das ganze System hier. Das ist relativ übersichtlich, leicht zu erklären. Du klickst da rein, wo du hin willst. Oder auch im Menü. Ist alles sehr aufgeräumt und bedienerfreundlich. Das sagt mir schon echt zu. Ansonsten auch die Armlehne. Sehr freundlich, finde ich. Das mit dem Joystick ist cool gelöst. Das hat schon viele Vorteile, muss ich sagen. Naja, genau, ich klappe jetzt hier ein und dann noch Schweine füttern und dann ist für heute erstmal Schicht. Guck mal, wann habe ich angefangen? Halb sieben, viertel vor sieben. Jetzt haben wir es 18 Uhr. Das läuft. Na gut, ich wünsche euch was. So Leute, Gülleinarbeiten hat ja gestern geklappt. Heute ist Sonntag. Wir machen direkt weiter. Das seht ihr jetzt aber im nächsten Vlog. Ich bin nämlich mit der Drehmaschine unterwegs, habe vorne einen Frontpacker dran. Mein Vater ist am selben Stück am Pflügen. Da hinten seht ihr ihn, hier vorne mit Frontpacker. Und wenn ihr wissen wollt, warum ein flugloser Betrieb auf einmal den Flug wieder auspackt und warum wir Saatgutkosten von 600 Euro ein Hektar kriegen werden, dann schaut doch mal im nächsten Vlog vorbei, wenn es wieder heißt. Oh, ich habe noch was vergessen.